Das sind doch Meerjungfrauen hier im Wasser. Naja, vielleicht noch nicht ganz, denn im Rollibad in Haldensleben können junge Mädchen einen Meerjungfrauen-Schwimmkurs belegen und sich dann zur Nixe qualifizieren. Und wie bei jeder Ausbildung geht es los mit Erwärmung und Theorie, denn der Bewegungsablauf wie ein Fisch im Wasser ist ungewohnt und sicher auch nicht ganz einfach. Voraussetzung für die Teilnahme ist mindestens das Schwimmabzeichen Seepferdchen. Und man darf natürlich keine Angst vor Wasser haben, auch wenn man nicht stehen kann. Wie kommt man darauf, einen Schwimmkurs für Meerjungfrauen anzubieten? Also ich habe das mal im Internet gesehen, bei YouTube, und dann dachte ich so, naja, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Ich meine, so, ich war ja früher auch schon jung und mein Papa ist auch Schwimmmeister, ich bin quasi im Schwimmbad aufgewachsen und mein Mädchentraum war es eigentlich, einmal mit so einer Meerjungfrauenflosse zu schwimmen. Ja, und dann habe ich halt unsere Personalchefin gefragt, ob sie sich sowas vorstellen könnte, und sie fand das auch eine sehr gute Idee, und dann ging halt die Planung los und dann haben wir halt die Kostüme bestellt, dann habe ich angefangen zu üben, Kursablauf erstellt, wie funktioniert, Unterwasserkamera, Glitzer-Tattoos, was kann man noch irgendwie machen, durch Reifen tauchen. Also ja, es ist halt immer größer geworden, und dann war es dann halt soweit letztes Jahr in den Herbstferien. Da habe ich dann halt den ersten Meerjungfrauenkurs durchgeführt. Ein wichtiges Detail, sich in eine Meerjungfrau zu verwandeln, sind gerade die erwähnten Glitzer-Tattoos. Die Papierstreifen werden an Ort und Stelle nass gemacht und ordentlich durchgeweicht. Sind die wasserfest? Ja, eigentlich schon. Also, sie müsste ein bisschen antrocknen lassen und dann hält das auch ganz gut. Ja. Und nach kurzer Zeit ist der erste Schritt der Verwandlung getan. Dann das Anziehen des Kostüms. Ein klein wenig Geduld und es dauert auch nicht lang, und aus den Mädchen, die alle so zwischen 8 und 10 Jahren alt sind, werden Meerjungfrauen mit einem Fischschwanz. Ganz genau so wie Ariel mit den roten Haaren aus dem bekannten Zeichentrickfilm. Und die Eltern beobachten die Verwandlung ihrer Kinder ganz genau. Also wir sind Braunschweiger und meine Tochter hat bei der Frau Gran ihren Seepferdchenkurs gemacht. Und da habe ich gesehen, dass Anzeigen liefen für einen Meerjungfrauenkurs. Und meine Tochter ist gleich drauf angesprungen und hat gesagt, oh, das wäre doch was für mich. Und dann haben wir uns halt angemeldet. Naja, halt wie Mädchen so sind, Meerjungfrauen, Einhörner und so weiter, Fabelwesen, es war immer interessant für sie. Und deswegen wollte sie jetzt unbedingt mitmachen. Sie hat das gelesen, hier vorne hängt ein Werbeschild hier am Schwimmbad. Und weil unser Sohn gerade den Kurs macht hier für die Schwimmanfänger, also praktisch dieses Seepferdchen. Und dann hatte ich die Kleine mit jetzt, unsere Mia, und dann hat sie das gesehen, dann war sie natürlich sehr begeistert und wollte gleich mitmachen. Und da sitzen sie, die hoffnungsvollen Meerjungfrauen, und sind gespannt, wie das jetzt geht. Mit beiden Beinen fest zusammen in einer Art Strumpfhose und die große Monoflosse an den Füßen. Also los! Meerjungfrauen und Nixen gibt es in den Legenden der Menschen schon in der Antike. In der Regel besteht die Faszination an Wesen, die halb Mensch und halb Fisch sind, aus der Tatsache, dass für sie beide Welten, die über und die unter Wasser, als Lebensraum möglich scheinen. Während in alten Tagen von Wassergeistern Gefahr und Unglück ausgeht, hat der Disney-Film die Meerjungfrau romantisiert, und das hier ist also das Ergebnis. Hier im Schwimmbad geht es aber auch um sportlichen Ehrgeiz. Es gilt, durch Ringe zu tauchen und Gegenstände vom Grund des Beckens zu holen, aber das bewerkstelligen die kleinen Schwimmerinnen mit jedem Versuch immer besser, und dann geht es zum Fotoshooting. Jede Teilnehmerin wird einzeln in Szene gesetzt, und je nachdem, wie lange sie die Luft anhalten kann, wird ein Foto geschossen, das gleich ausgedruckt am Ende des Kurses ausgegeben wird. Wie hat den Meerjungfrauen dieser Kurs gefallen? Mir hat es gut
gut gefallen, aber man musste halt sehr, sehr schnell schwimmen, damit man lang die Luft erreichen kann. Mir hat es sehr gut gefallen, weil ich jetzt das erste Mal gemacht habe. Gut, aber es war auch schwer, mit der Flosse zu schwimmen. Also das hat Spaß gemacht. Aber es war ziemlich schwer, ne? Ja, weil damit solche Meerjungfrauenbewegungen zu machen, das war sehr ungewohnt. Weil ich bin noch nie mit so einer Flosse geschwommen, aber die war auch sehr schwer. Am Ende noch ein Gruppenfoto. 8 Mädchen hatten einen tollen Tag. 8 Mädchen. Und soll das auch eine Aktion ausschließlich für Mädchen bleiben? Ja, also wenn sich natürlich mal mehr Männer anmelden, haben wir jetzt auch nichts dagegen. Aber ja, doch, es ist halt sowas für die Mädchen. Ich bin ja auch ein Mädchen und ich mache was für die Mädchen. Ich habe noch ein paar Kollegen, die können sich dann was für die Jungs überlegen. Meerjungfrauen-Schwimmkurs im Rollibad in Haldensleben. 8 kleine Meerjungfrauen, die an diesem Tag ganz sicher todmüde ins Bett fallen werden. Und mit dem Wünsche erfüllen warten wir ganz einfach noch 10 Jahre. Und bis dahin können sie noch fleißig üben.